Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Red Dead Redemption. Wir haben gerade diesen Walton angeschossen und festgenommen für den Sheriff und reiten jetzt zurück nach Armadillo, um zu schauen, ob der Marshall noch mehr Arbeit für uns hat. Ich weiß, wir hätten auch die Möglichkeit, durch das Lagerfeuer zurückzureisen, aber ich finde, es macht einfach mehr Spaß, mit dem Pferd zu reiten durch diese malerische Gegend. Und was ganz lustig ist, Red Dead Redemption, schaut mal. Man kann die Kakteen auseinanderschießen. Finde ich persönlich sehr cool. Also wir reiten jetzt zum Marshall, hoffen auf mehr Arbeit, dass wir vielleicht noch ein bisschen Geld bekommen. Und dann werden wir mal zum Büchsenmacher gehen, um uns ein neues Gewehrchen zu kaufen. Ups. Habe ich aus Versehen jemanden über den Haufen geritten? Fremde Personen, denen du überall in der Welt begegnest, benötigen Hilfe. Sie erscheinen als Fragezeichen auf der Karte. Wie diese Frau da, das machen wir jetzt gerade schnell, die Mission mit der Frau. Und sie sieht auch nicht gerade gut aus. Ich weiß, sie kennt mich doch gar nicht. Und die kommt jetzt schon und sagt, Hilfe, ich brauche ihre Hilfe, obwohl sie mich gar nicht kennt. Die weiß auch gar nicht, ob ich so einen Scheiß mache. Meine Güte. Wo ist denn? Ich glaube, das ist der Totenkopf, dem ich folgen muss. Nee, der Totenkopf ist eine Zielanzeige. Das ist ein Steckbrief. Ich habe die. Den Auftrag? Aber wo muss ich denn hin? Da. Nee. Doch? Wartet. Im Journal stand da gerade, kann ich das anschauen? Ah, okay, also doch, doch da oben, wo dieses rosane Ding war, da werde ich dir jetzt mal meinen den Weg hinsetzen. Aber ich steig nochmal kurz ab und schau mal den Steckbrief mir an. Weil er vielleicht eine Mission ist, die mich in die ähnliche Richtung führt. Waltons Bande bei Rattlesnake Hollow, 20 Leben. Jo, das mache ich. Ich meine, warum nicht? Geld ist Geld, wa? Kann ich dir nicht die Kiste öffnen? Nee, kann ich natürlich nicht. So, jetzt mache ich zuerst mal die gesuchte Person. Und dann kümmere ich mich um den Jungen für die arme Dame. Go, Petey! Mach schon da, Pete! Ich liebe dieses Spiel einfach nur. Es ist so atmosphärisch. Es ist einfach geil gemacht. Ich finde es genial, dass man von den Kakteen da die Äste abschießen. Die Arme abschießen kann. Das ist einfach ein richtig gut gemachtes Spiel. Und ja, ich weiß, ich sollte mich vielleicht nicht unbedingt direkt durchs Gelände durchkämpfen, aber. Wayne. Naja, ich wollte es mal ausprobieren. Irgendwo hier wird geschossen. Schade, dass ich hier nirgendwo das Pferd festbinden kann. Ich habe das erste Level der Meisterjäger-Herausforderung geschafft. Irgendwo hier wird geschossen.
Nein, die haben mein Pferd getötet. Leck mich doch am Arsch. Kann doch nicht wahr sein, die haben mein Pferd getötet. Was soll denn das? Alter, was soll denn das? Ohne Pferd kann ich jetzt mit anderen Typen mich nicht lebend holen und scheiße. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Also erstmal lege ich auch den Kojoten noch um. Oh super, da kann ich mein Pferd. Nein, du Bastard, rennst mir nicht weg. Scheiße. Ich muss auf das Pferd da drauf. Wenn mir sonst wegreitet der Spacko. Ach nee. Was? Ich hab ja auch gar nicht. Ich hab ihn noch gar nicht getötet. Ich hab doch. Hä? Aber ich wollte doch mehr Geld. Shit. Alter, nerven die Viecher. Weg. Reicht das jetzt? Ich hoffe. Da gibt es jetzt nur eine Alternative. Ich muss jegliche Leiche der Typen, die ich gerade getötet habe, ausplündern, damit ich Geld bekomme. Weil ich hätte eigentlich das Doppelte bekommen, wenn ich ein Leben der Wirtschaft habe ich auch extra in die Beine geschossen. Lag hier nicht einer? Also hier liegt mein totes Pferd. Dann bin ich hier hochgegangen. Ja, genau, die bekommen noch Verstärkung, die Typen. Ah, jetzt sehe ich die Xe. Die habe ich davor nicht erkannt. Mit der Karte. Leichenplündern. Eigentlich ganz schön fies, aber sollte man niemanden beobachten, weil Leichenplündern ist ja hier nicht so das Netteste. Kommt eigentlich ein. Ja, geil, es kommt ein Pferd, wenn ich pfeife. Ah, das ist super. Ist ja unlogisch, aber Wayne. Ah, das ist das Pferd, auf dem ich letztes geritten bin. Das war das, was ich da gestohlen hatte. So, dann holen wir uns jetzt den Jungen. Und dann reiten wir zurück. Nach Armadillo. Um einerseits der Frau ihren Sohn wiederzubringen und uns beim Gefängnis von Armadillo, bei Marshall, unser Geld abzuholen. Wer sind die denn? Geht es schon hier, dass ich mir. Nee, geht doch nicht, ne? Schade. Man kann später im Spiel auf jeden Fall kann man sich einen Mundschutz überziehen. Also eine Maske sozusagen. Und dann kann man Leute ausrauben und töten, ohne dass man dafür Ehre verliert, geschweige denn Geld. Weil man dann Kopfgeld zahlen muss. Oder man tötet alle. Was aber manchmal einfach nicht geht. Vorne ist Armadillo. Also wenn ich auf dem Weg reite, dann bin ich schneller. Und wenn mich jetzt der Weg. Oh, hey. So ein Viech bringt sicher ordentlich was ein. Weil ich kann die alle häuten und das.